ich feiere es brutal. Ich komme auch öfter zu Alba. Ich komme öfter zu Hamburg, ich komme öfter zu Alba. Das ist geiler als in der NBA. Wunderschönen guten Morgen, Freunde. Es ist gerade 1.44 Uhr und ich begrüße euch herzlich zu diesem Weekend-Vlog. Wir haben eine Menge vor. Wir werden in zwei Städten sein. Einmal in Hamburg, einmal in Berlin. Wir werden zwei BBL-Games dort gucken. Einmal Hamburg gegen Bamberg und einmal Berlin gegen Bayern München. Das wird sehr, sehr schön. Außerdem machen wir so noch ein paar coole Sachen. Das zeige ich euch dann aber im Laufe des Vlogs. Es ist jetzt gerade 1.46 Uhr und der Upload für MAB Folge 39 ist so gut wie fertig. Auf dem anderen Laptop, wenn wir gucken, ist der Upload für das Ja Morant Video fertig. Deswegen können wir jetzt vielleicht noch so 4 Stunden schlafen und dann geht es auf jeden Fall direkt weiter nach Hamburg und dann nehme ich euch natürlich mit. Das ist übrigens der Fit. Einmal Air Force, dann eine graue Sweatpants und schwarzer Hoodie. Relativ easy, relativ Standard, aber taugt mir für den Trip. Und ihr seht vielleicht hier das Logo vom Hoodie. Das hat natürlich auch eine Bedeutung. So, Freunde, wir sind jetzt hier bei Mutterland Hausgemacht. Sehr, sehr nicer Brunch-Spot. Einmal Strammer Max und für die Lady einmal Mutters Omelette, richtig? Muttis Omelette. Okay, wir geben euch dann Feedback, wie das Ganze geschmeckt hat. Strammer Max, sehr, sehr lecker. Das Omelette eher nicht so gut, weil ein bisschen zu viel Ziegenkäse. Aber wir sind jetzt auch nicht die kulinarischen Konnoisseure. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so entscheidend, was wir denken hier vom Geschmack. Aber ich will einmal sagen, vom Ambiente her, vom Feeling her, Kellner, mega nice. Wir haben jetzt den Drive gemacht von Hamburg nach Lüneburg, weil uns gesagt wurde, dass diese Innenstadt hier historisch schön sein soll. Und sie ist schön, so versteht mich nicht falsch. Erinnert mich sehr an sowas wie Lindau oder insgesamt so ein bisschen die Städte, auch Konstanz da am Bodensee. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man hier unbedingt her muss. Oder ich habe noch nicht die richtigen Spots in Lüneburg gefunden. So, hier muss man sagen, alte Ratsapotheke, das ist wirklich sehr, sehr schön. Also hier verstehe ich den Hype. Okay, Freunde, wartet mal. Ich glaube, so langsam haben wir es gefunden, oder? Also das da ist mega schön. Dann gucke ich mir das Haus hier an. Das ist so eine Konditorei, das ist super nice. Und da hinten hat man so einen riesen Kirchturm. Also sieht es auch nicht, ne? Aber hey. There was an attempt. Kein Shoutout übrigens an Felix Lobrecht, der mich hat glauben lassen, dass in Lüneburg die ganze Stadt so betitelt ist, nämlich mit Lüne das, Lüne dies, Lüne das. Stimmt überhaupt nicht, Alter. Wir sind durch die ganze Innenstadt jetzt hier gelaufen. Das kommt so gut wie nirgendwo. Lünebuch ist halt sehr, sehr naheliegend und ist auch sick, ganz ehrlich. Und der Laden gefällt mir. Aber Bro, das ist überhaupt nicht so präsent, wie du uns das glauben lassen im Podcast. Okay, I stand corrected. Lüne Beauty. Gebe ich dir. Okay, never mind. Ich glaube, ich habe jetzt diese Straße gefunden, wo er wahrscheinlich auch war. Lüne Dent. Okay, I got it. Okay, gut. I massively stand corrected. Lüne Cut. Da drüben Lüne Post. Ja, Mann, ist doch gut jetzt. Ich hab's verstanden, Bro. Yes, Freunde, genau deswegen sind wir hier. Tellem. Wir sind hier in der Tellem-Zentrale und ich freue mich da sehr drauf, weil ich heute das erste Mal den Timo auch wirklich kennenlerne. Also wir haben uns gerade schon begrüßt, aber hier ist er nochmal, Timo von Tellem. Wir sind hier wo? In der Base? In deiner Hobbygarage, hast du gesagt? Lüneburg, genau, meine Hobbygarage. Hier kann man sich wohlfühlen. Ja, ist nice. Und hier ist das ganze Sortiment quasi, also hier liegt alles. Ich muss sagen, also ich feiere das hier schon sehr hart. Und ich feiere auch das ganze Konzept hier, weil du hast nicht nur hier jetzt die ganzen Bestandteile, sondern da arbeitest du. Richtig. Und was hast du hier noch? Hier chill ich, hier gucke ich NBA, wie ihr sehen könnt. Das ist richtig geil, mit dem Beamer noch. Genau. Genau, da hinten haben wir Popper-Shot, ne? Ja, wir müssen gleich auch ein Match machen, oder? Ja, genau, wir müssen auf jeden Fall gegeneinander zocken, das machen wir safe. Okay, Freunde, wie versprochen, wir machen jetzt unser Popper-Shot-Battle. Ich habe jetzt auch ein paar Mal geworfen, vor allem am All-Star-Weekend auch. Und ey, ich bin gespannt, ich würde sagen, let's go. Ich habe jetzt auch einen Pressure, ne? Ich habe Pressure. Okay. Okay, let's go. Oder geht aus? Oder er geht aus. Ja, Vorführeffekt. Okay. Machen wir mal. Okay, wir machen nochmal 9, Leute. Okay, geht los. Okay. Oh shit. Ist schon wieder ausgegangen? Ja. Ja. Muss ein Wackelkontakt sein. Ja, es sieht nach einem Wackelkontakt aus, Leute. Wir kriegen kein Spiel zusammen. Wir versuchen es noch einmal.
Zeit. Okay, ist nicht schlimm. Ich habe drei hintereinander gemacht. Ja, okay. Ich glaube, besser wäre es eh nicht geworden. Du hast gewonnen. Nee, das weiß ich nicht, aber ich glaube, besser wäre ich nicht geworden. Egal, ey, passiert. Sorry. Nicht schlimm. Timo von Tellem, absoluter Ehrenmann, denn der gute Mann hat gesagt, dass ich mir jetzt hier sogar noch was aussuchen darf. Aisha ist auch schon ausgestattet, hat einen neuen Hoodie bekommen und ich darf jetzt auch hier gucken. Und das hier ist aus der neuen Kollektion oder aus dem neuen Drop, das noch gar nicht veröffentlicht ist. Und guckt euch mal dieses Backding an hier, Protect Your Energy. Und wir hatten aber auch zur Auswahl hier aus der Sinner-Kollektion, was ich auch extrem nice finde. Also so sehen die von hinten aus. Und von vorne sieht es dann so aus. Und da bin ich jetzt echt ein bisschen im Zwiespalt. Aber ich glaube fast, nachdem wir gerade wirklich sehr am Hustlen sind und wir so gut wie kaum schlafen und die ganze Zeit irgendwie nur Videos cutten und Podcasts, gehe ich mit Protect Your Energy, weil das ist wichtig, Leute. Auch wenn es natürlich wichtig ist und geil ist zu grinden und den ganzen Tag zu arbeiten und dann irgendwas aufzubauen. Es ist auch wichtig, dass man seine Energy protected. Und ich glaube, dann würde ich hiermit gehen und fühle mich geehrt, weil das Ding noch gar nicht offiziell released ist. So, Freunde, herzlich willkommen in Hamburg. Wir ziehen uns heute das Spiel Bamberg gegen Hamburg rein. Ich freue mich sehr, war noch nie hier. Halle ist ultra nice, sehr, sehr geil gehalten, sehr, sehr schön designt. Alright, Freunde, also das erste Mal Leute bei den Towers in der Halle. Ich bin sehr, sehr froh, hier zu sein. Bisher sind die Leute mega nett. Gastfreundschaft im Norden ist auf jeden Fall gegeben. Also hier gibt es auf jeden Fall schon mal ein bisschen Brezen und sowas. Das ist auf jeden Fall nice zur Stärkung. Er ist brutal voll, das heißt, es wird später eine geile Stimmung. So, hier haben wir einen Fanshop und hier seht ihr auch einen alten Bekannten, nämlich den guten Mann Timo, dem wir auch unsere Tickets heute zu verdanken haben. Deswegen danke an der Stelle nochmal, Timo. Was habe ich gesagt? Wow! Das habe ich gesagt, die Gastfreundschaft im Norden ist da. Ja, ich glaube, hier ist jetzt einfach so ein bisschen Speedrun. Da kannst du auch ein bisschen schneller laufen. Okay, und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Sehr nice Halle, gefällt mir gut. Überall kannst du natürlich was trinken. Es gibt ein bisschen Merch und so weiter. Also es gefällt mir gut. Die Hamburger sind nach wie vor nett. Geile Stimmung, Mann! Ich feier's! Freunde, Viertel 1 ist vorbei. Bamberg führt im Moment. Bei Hamburg, wie mir schon empfohlen wurde, Summer, sehr, sehr krasser Spieler, macht Bock zu gucken. Und eigentlich ist aber noch alles drin. Also, erstes Viertel vorbei, 30 zu 24, alles ist noch drin. Aber Benni, du musst mehr Anlauf nehmen. Nee, du musst mehr Anlauf nehmen. Meister geworden, U14, und wir dürfen jetzt alle einmal zu viel für Handshake. Das ist ja, stehen wir im Weg, Bro, kein Thema. Hey, wir sind jetzt schon im dritten Viertel, zweites Viertel von Hamburg, sehr, sehr stark und führen jetzt mittlerweile auch und spielen bisher sehr souverän. Also, wenn es so weitergeht, sollten sie das eigentlich machen, aber man darf auch Bamberg nicht unterschätzen. So, Bamberg hat auch seine Stärken, die werden sicherlich jetzt nicht aufgeben. Boah, ist der stark!
Schau mal, ich will das mal hier oben kurz feiern, dass es hier auch Stehplätze gibt und die geht so rundum um die Arena. Die Arena ist sowieso ausverkauft und du hast dann diese Stehplätze und da hast du das Gefühl, wie bei einem Streetball-Court so, die Menschen sitzen einfach auf den Zäunen und gucken zu und feiern von hier. Hey Leute, noch 6 Minuten. Hey Leute, noch 6 Minuten 20, 72, 72. Ich weiß echt nicht, an wen es geht. Es ist so krass spannend. Hey, Bamberg, kannst du dir gerade gut absetzen? Oh shit. So Freunde, ihr seht, das Game ist vorbei. Ich glaube nicht, dass das mein letzter Besuch war. Die Stimmung hat mir extrem gut gefallen. Halle ist sehr, sehr nice. Team ist sympathisch. Alle drumherum, alle, die ich hier getroffen habe. So viel Liebe in Hamburg. Das war safe nicht mein letztes Mal. Denn da hinten sind hier vielleicht diese Matten aufgelegt. Und das ist dafür da, damit die Spieler sich vielleicht noch ein bisschen stretchen und ausrollen können. Wenn sie damit fertig sind, besteht die Möglichkeit, dass wir heute noch auf den Court gehen und ein bisschen werfen. Es ist aber nicht 100% sicher und wir müssen heute ja noch nach Berlin. Deswegen, je nachdem, wie lange das dauert, werden wir heute noch auf den Court gehen. Komm, auf geht's, Jungs. Wenn ihr schnell stretcht, darf ich heute vielleicht sogar noch auf den Court. Yes, Leute, wir haben Glück. Gott sei Dank. Shoutout an die Towers, Shoutout an Timo. Wir dürfen noch auf den Court. Ready? Ready. Geht zu der Telebase, die klappt dann. Wenn man nicht aufgewärmt, ist es schon zu viel. Oder wir machen drei Runden. Danke, dass ihr auf dem Court durft. Gerne. Danke für alles hier heute. Gerne. Danke, dass du da warst. Danke an die Community. Einmal will ich mich noch melden, weil ich nicht weiß, wie gut jetzt das Audio letztendlich in der Halle war. Leute, vielen, vielen Dank, Hamburg. Das war krass. Das hat wirklich extrem Spaß gemacht. Ihr merkt schon, es ist mega dunkel. Es ist, glaube ich, so um die 22 Uhr jetzt. Wir fahren jetzt nach Berlin, 3 Stunden. Das wird tough. Aber ich will mich bedanken bei Hamburg. Das war sehr, sehr nice. Vielen, vielen Dank. Es ist ein absolut Blessing, so krass nah am Basketball zu sein, so viele Leute zu treffen, nach dem Spiel noch auf dem Court zu dürfen und so weiter und so weiter. Vielen, vielen Dank. Es weht mir jetzt den Kopf weg. Leute, wir sehen uns einfach morgen in Berlin. Was geht ab, Freunde? Wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Wie angekündigt sind wir jetzt heute hier nochmal, um einmal bei der Kicks Neueröffnung vorbeizuschauen, hier am Kudamm, da gehen wir jetzt gleich hin. Und heute Abend sind wir noch bei Alba Berlin gegen Bayern München in der Bundesliga. Sehr, sehr spannendes Game. Und hey, es wird sicherlich auch nochmal ein geiler Tag heute. Ich freue mich extrem darauf und wir gehen jetzt erstmal was frühstücken. Leute, ich sag euch, wie es ist. Genau das brauche ich jetzt. Das sieht sehr, sehr lecker aus. Freunde, das sieht fucking amazing aus. Und bei Aisha genauso. Oh mein Gott. Das ist, wie versprochen, wir sind am Kudamm und da haben wir ihn doch. Kicks, never not ballin'. Fährt der Bus durch, straight up.
Nee, aber ey, hier ist das Store am Kudamm. Kommt mal rum. Digga, ey, das hier ist direkt der Eingang. Und sie flexen direkt mit dem original unterschriebenen Nowitzki-Jersey. Natürlich, man kennt sie, man kennt sie. Kyrie's haben sie auch unterschrieben. Und ja, Mann, hey, das hier ist der Entrance zum Store. Sick. So Leute, im cleansten Aufzug überhaupt, einmal Fit-Check. Aishi sieht unfassbar aus. Ich sehe aus wie immer. Alright Freunde, und jetzt haben wir es geschafft. Wir sind an der Mercedes-Benz Arena, sozusagen meiner Wahlheimat aus dem Sommer. Denn hier hat ja die Eurobasket stattgefunden. Es ist natürlich von der Aufmachung her was komplett anderes, weil hier auch riesige Konzerte stattfinden, alles mögliche an Veranstaltungen. Und ey, ich bin richtig happy hier zu sein. Ich glaube, wir sehen heute ein sehr, sehr geiles Spiel Bayern München gegen Alba Berlin. Ich freue mich drauf. Let's get it. Also Shoutout hier einmal an die Berliner, weil die kommen hier wirklich like eine Stunde vor Einlass. Einlass vor allem und fangen schon an, sich hier anzustellen. Ist krass. Letzte Stärkung jetzt vorm Spiel. Es waren die letzten Tage einfach viel zu oft ungesundes Essen. Deswegen jetzt happy, hier ein bisschen was Gesundes zu sich zu nehmen. Und dann geht's gleich rüber in die Mercedes-Benz Arena. Sieht man gar nicht. Film wird das Lucy, aber ist egal. Mercedes-Benz Arena ist in die Ecke. Also Freunde, ich bin ja echt nicht beeinflussbar, aber wenn hier steht, take your selfie here, ey, dann take ich mein Selfie auch hier. Ja, Freunde, wir sind jetzt in der Arena angekommen, Alba Berlin gegen Bayern München heute. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie aktuell die Teams stehen. Ich bin normalerweise ein bisschen mehr bei Alba. Bayern ist aber auch geil, spielt Andi Obst, spielt Isaac Bonga, glaube ich, spielt Nico Alaberb. Also ich bin auch bei Bayern ein bisschen drin, aber bei Alba fühle ich es vielleicht ein bisschen mehr wegen Maudolo, wegen Thiemann und so weiter. Das hier sind heute übrigens unsere Plätze. Also da unten, wo die Jungs sind, zum Beispiel zu dir. Und das ist dann der Blick auf den Board. Das ist eigentlich ganz nice. Wen haben wir denn hier bei Alba? Simon! Jetzt kommt Simon! Hey, Modo spielt auf! Let's go, Modo! Hey, ich war ja schon ein paar Mal hier in der Halle während der Eurobasket. Shoutout an Alba Berlin, was für eine geile Stimmung, Mann. Das habe ich nicht erwartet, dass es so krass wird. Das Ding ist nicht mal komplett ausverkauft und trotzdem haben wir hier eine Stimmung gemacht, Mann. Mit Show, mit Einlauf, mit allem, mit Nebel. Hey, big Shoutout Alba Berlin, das habt ihr sick gemacht gerade. Hey, der ist einfach Lisa Gronda und Andy Obst. Mit dem habe ich schon mal geredet. Den kenne ich, ist mein bester Freund. Und dann Mauro Lord ist mein anderer bester Freund. Stimmung ist 10 von 10, das ist geil, Mann, ich feier Alba.
erstes Viertel, Alba Berlin eigentlich am Anfang alles zerstört, Bayern scoret gar nicht. Dann kommt Bayern auf einmal mit 3 oder 4 Dreiern, dreht das komplette Spiel. Alba führt jetzt nur noch mit einem Punkt, 17 zu 16. Stimmung ist crazy, ich zeige es euch nochmal kurz. Also ey, ich feiere es brutal. Ich komme auch öfter zu Alba, ich komme öfter zu Hamburg, ich komme öfter zu Alba. Und eigentlich jede andere BBL Arena, wo ich hingehe, komme ich auch öfter. Weil in der Liga gibt es diese Stimmung, Mann. Das ist Killer. Das ist geiler als in der NBA. Come on, go. Hey! Okay, Freunde, also zweites Viertel, sehr, sehr ausgeglichenes Game mittlerweile. Ich weiß nicht wirklich, was passieren wird. Ich dachte eigentlich, dass es Alba macht. Ich finde auch, Alba spielt ein bisschen besser. Aber Bayern trifft taffe Würfe, wirklich einen Top-Shot nach dem anderen. Viele Dreier auch dabei, Isaac Bonga, krasse Offensiv-Rebounds immer wieder. Ey, und ich kann es echt nicht sagen im Moment, es ist komplett schwer. Es ist komplett ausgeglichen einfach. Und ganz entspannt, vegane Currywurst. Kann ich nur empfehlen, sehr, sehr lecker. Okay, Freunde, das war's jetzt mit dem Spiel. Sehr, sehr bitter natürlich am Ende für Alba. Aber ich muss sagen, Bayern auch wirklich, wirklich stark verteidigt am Ende. Bisschen abgezockter, vielleicht bei Maolo sind ein paar Dinger leider nicht reingegangen für Alba, was schade war. Aber ey, nochmal an der Stelle. Egal, ob es jetzt in Hamburg war, wo ungefähr 3.400 Leute da waren, oder jetzt hier heute in der Mercedes-Benz World, wo irgendwie 13.600 waren. Es ist so eine geile Stimmung bei BBL-Spielen. Das ist so viel krasser als bei der NBA, gerade bei den Regular-Season-Games, wo ich immer bin bei der NBA. Da hast du nicht so eine Stimmung. Also wirklich großes Shoutout an alle BBL-Clubs da draußen. Das macht extrem Bock. Ihr werdet mich jetzt sicherlich öfter in der ein oder anderen BBL-Arena sehen. Und an der Stelle nochmal auch vielen, vielen Dank an Berlin für die Gastfreundschaft. War nice. Nicht der letzte BBL-Vlog. Wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne einen Kommentar. Liked das Ding, kommentiert. Habe ich schon gesagt, ist auch egal. Leute, haut rein. Das war der XL BBL-Vlog.